Haben Sie Lust? Ich bin nicht da, es geht nicht. Wir müssen los. Und Luma musst du mitnehmen. Ja. Wir wollen wiederkommen, dann essen wir schön Frühstück, alle zusammen. Nö, das dauert erstmal. Hilfe. Hilfe, guten Morgen, liebe Leute. So ist das hier halt jeden Morgen. Also, wir sehen uns gleich beim Frühstück. Nicht bei der Autofahrt, hoffe ich. Ich hoffe, dass nichts passiert. Oh, da brennt's. Da. Bitte nicht, da kommt aus deiner Schule. Nee, nee, das kommt nicht aus der Schule, aber das brennt richtig. Ja, Papa, musst du nicht durch die Brücke. Da kommt richtig durch. Ja. Da unten. Aber die Polizei steht schon da. Oh, da oben, guck da oben. Aus der Wohnung brennt's. Feuerwehr! Ganz viele da, die helfen. Guck mal, wer da kommt. Mama! Wie immer. Gut, gut, ne? Ich kann kleben, Ballon. Ich kann kleben. Nee, auch entladen. Genau, reiben. Hast du den Tee gar nicht mit? Nee, hab ich nicht mitgenommen. Ich hab mir auch gerade frisch die Tee geputzt. Ja, ich glaube, das war ein bisschen zu schnell für Tee. Nö! Einer hat was geschrieben? Doch, einer. Einer hat was geschrieben. Du bist Toasty. Was mache ich gerade? Vergesst das Like nicht. Mensch, Patrick, du bist immer so schnell. Ja, da bin ich im Laden. Wir warten auf den ersten Kunden. Richtig. Stimmt, ist ja Verpackung, halt schön die drin. Ja, genau. Ja, genau. Alles klar. Ciao, ciao. Ach, Müll vom Nachbarn. Und wer ist da? Wer ist da? Kinder oder was? Wolfgang war noch da. Nicht verstecke, nicht verstecke. Na, guten Morgen. Morgen. Alles klar? Ja, los, lies vor. Nachrichten. Kamera. Was tut das jetzt? Die Fahrer, die haben sie jetzt endgültig geschnappt. Das ist alles, haben sie jetzt, ist alles vorbei. Jetzt ist alles vorbei, Zeck, ja, ich will das wissen. Musst du selber gucken. Scheiße. Kamera. Ach, sind aber Indizien, sind Indizien. Na ja, Indizien, na ja. Die Indizien. Kamera fasste sein Auto am Tag des Verschwindens. Haare des Mädchens in seinem Kofferraum entdeckt. Handy benutzt. Während er angeblich. Und warum die Familie trotzdem zu ihm hält. Dann bin ich mal gespannt. Nicht ist, nicht haben sie. Nicht haben sie gegen ihn. Die haben nur Indizien, sag ich doch. Hallo. Nicht haben sie. Ach. Der schreit und schreit doch. Na hoffentlich. Nee, vielleicht ist sie weggelaufen. Vielleicht ist sie weggelaufen. Warum auch immer. Vielleicht ist sie weggelaufen. Oh Mann. Aber schon Mittwoch ist alles vorbei. Der ist gestern ruhig schon geworden. Morgen ist alles weg, wa? Heute. Heute, ja, genau, heute. Heute, ja. Die finden sie. Die kann Jahre, das kann auch. Nee, nichts Jahre. Die kommen morgen, sehen sie die bei McDonald's oder so. Eckig. Ja. Ja.
Das wäre doch das Beste, Mensch. Guck mal, alle Teppi in. Zack, boom. Jetzt weg da erst mal. Ich bin kurz mal weggelaufen, weil, was weiß ich, ich bin schwanger oder so. Und irgend so ein Scheiß. Oder so. Ja. Irgendwas jetzt schlecht. Jetzt weg da erst mal schnell ein bisschen umfüllen. Wir sehen uns nachher nochmal. Ja. Bis später. Bis später, ciao. Und nebenbei baut der Tommy immer mit Holz. Kannst nicht lassen, ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt baue gerade wieder. Die Platte gestern habe ich auch einfach nur erstmal so zugeschnitten. Eigentlich wollte ich den Schnitt schneller machen, aber, also den Schnitt der Platte, das wollte ich in Zeitraffer machen, aber das habe ich offensichtlich verschlafen wieder. Also guten Morgen erstmal, jetzt bin ich im Laden, der erste Kunde war Wolfgang. Mit den Nachrichten, mit den neuen Nachrichten, die keine neuen Nachrichten sind, sondern eigentlich, wo drin steht, alles beim Alten. Ja, wir haben hier in Berlin gerade ein Mädchen vermisst, 15 Jahre alt, könnt ihr alle nachlesen im Netz. Macht mich natürlich als Vater von drei Mädchen, bald vier, macht mich das natürlich ganz schön mit. Ehrlich gesagt, auch verfolge ich das natürlich. Und hoffe natürlich, dass das gut ausgeht und sich um Fortlaufen oder so, ja, dass das irgendwie, also ich hoffe für die Eltern, ich hoffe für das Kind selbst, hoffen wir das Beste, ja? Ich habe gestern ja so einen Karrenreifen noch gehabt zum Flicken. Zum Flicken habe ich den da gehabt. Den sollte ich nur flicken. Da wollte keinen neuen Schlauch, jetzt sollte geflickt werden. Also wenn das günstiger ist. Für die Umwelt ist es günstiger, da habt ihr recht. Ja, weil Flicken, das ist natürlich weniger Material, als wenn man einen neuen Schlauch verballert und den alten wegwirft. Das ist auch sehr schön gelungen hier. Jetzt wird er wieder eingebaut. Aber arbeitstechnisch gesehen ist das ein viel größerer Zeitaufwand. Einen neuen Schlauch hast du viel schneller einfach mal reingebaut als jetzt hier das alte Ding. Ja, wenn ihr den Karrenreifen nicht reinbekommt, nehme ich hier so eine Klammer die hier ran, ne, einfach. Zack, einfach als Einführhilfe, ne? So, ja, muss gehen. Dann drück den hier runter und hebel den hier rauf. Ich hoffe, das klappt. Zack, zack, zack. So, machen wir gleich. Seht ihr? Zack. Zack. So, nehme ich das ab. Das ist ja nur die Reinrutschhilfe, so ein bisschen. Also schwierig jetzt trotzdem, ne? Keine Frage. Ja, ist ja manchmal doch sehr störrisch, das Zeug. Aber damit, mit so einer Klammer oder irgendwas, aber wenigstens ein Punkt, wo er so ein bisschen fest ist. Nur ein kleiner Tipp. Ja, weiß nicht, vielleicht, da gibt es bestimmt eine spezielle Klammer oder irgendwas, was man da reinsteckt. Aber so mache ich das. Ich habe hier so eine, das ist von so einem alten Schirm, so eine Klammer, wisst ihr, von so einem Balkonschirm oder so. Da macht man so. Oder von einem Vorzelt oder ich weiß ja nicht genau. Irgendeine Klammer. So, jetzt haben wir was richtig Schönes hier. Ein Eltern-Kind-Tandem. Eltern-Kind-Tandem. Ein Wolfhorst oder wie heißt das Ding? Wulforst! Das ist Spargel geworden. Okay. Oh. Hatte keine Scheine, sondern ist ein 2-Euro-Stück wieder gegeben. So ein welcher! Ja, mal gucken. Oh! Oh. Schlecht. Ne, die haben es schlecht, gell? Guck mal, Wulforst. Vorne,
26 Zoll hinten. Mutti lenkt oder Papi, Kind lenkt mit. Das ist eine Sympathielenkung. Und außerdem ist es hier entkoppelt. Kind kann sich ausruhen. Kann auch mal die Beine ruhen lassen. Also kein Zwangsantrieb. Mutti macht alles. Oder Papi. Je nachdem. Jetzt hole ich meinen Tee, sonst sieht das ja nicht. Ohne geht das nicht. Was machen wir an diesem Wulfhorst Eltern-Kind-Tandem? Die Bereifung. Die ist leicht brüchig auf dieser Seite, total brüchig auf der anderen. Sieht ein bisschen aus wie eine Kraterlandschaft. Dass sie hier noch angefahren kam mit dem Rad und Kind, ist ein Wunder. Vorne sieht es ähnlich aus. Da ist ein 20 Zoll Reifen und der ist da unten gerissen, wie man sieht. Ne? Jo. Ganz simple Geschichte. Und der Sattel, der bedarf einer Erneuerung. Ja, mach ich jetzt. Ich baue das Hinterrad aus. Das ist eine 7-Gang Torpedo 7-Gang Schaltung. Ein Klassiker. Wir stellen so lange das Vorderrad mal hier auf den Tisch. Bisschen entlasten. Solange wir am Hinterrad bauen, können wir das ja machen. Und dieses Blech müssen wir wieder festmachen. Natürlich muss ich das, nicht ihr. Aber wenn ich sagen müssen wir, dann soll das einfach nur heißen, ihr seid mit dabei. Torpedo 7-Gang Schaltbox, abschrauben, simpel. Rändelschraube hier lösen und einfach abziehen. Vorher Aufgang 1 schalten, das ist die 1 bei dem. Dann nehmen wir das hier alles weg, alles runter. Ist gut geschmiert, das ist schon mal wichtig. Nicht trocken in der Narbe, also schaltet die Narbe bestimmt auch noch gut. Die wurde entweder vor kurzem gewartet oder regelmäßig. Das ist schon mal schön. Ja. Ein bisschen den Dreck hier runternehmen. Bin ein bisschen neidisch auf das Rad, weil sowas könnte man auch YouTube brauchen. Für Lumi. Das würde ja bestimmt Spaß machen, weil die ist ja immer dann relativ schnell ermüdet mit dem Fahrradfahren. Und wenn man sie dann vorne drauf hat, kann sie einfach sitzen, genießen, ich kann treten. Fände ich gut. 15er Achsmuttern lösen. Ganz typisch. Klassisch. Jetzt wird ausgebaut. Die Seite löse ich nicht nur, die Seite baue ich raus. Durch diesen Ketten, durch den Schaltbügelschutz. Schaltbügel. Durch den Schaltboxschutz wird das nachher sonst eine Quälerei, das alles wieder einzubauen. So, die andere Seite, da löse ich erst den Bremsanker. 10er Steckschlüssel und Kreuzschlitz. Schraubendreher. Oberseite packen. Dann lassen wir Luft ab. Dann können wir das Rad rausnehmen. Kette ab, über den Rahmen hängen, Rad raus. Und Kackschlüssel, das wird echt höchste Zeit. Greifen ab. Schlauch raus. Reifenmüll. Auch ein bisschen abreiben hier über dem ganzen, hier noch so eine Krümel dran sind hier, so alter Gummi von dem Mantel, der sich ablöst. Ah, und hier ist er geflickt. Ja. Also der ist geflickt und den geflickten baue ich jetzt eigentlich nicht nochmal ein. Ja, den würde ich dir mitgeben oder so, aber nee, der ist schon geflickt. Der wird zusammengelegt, wird mitgegeben als Reserve. Schlauch können Sie ihn gerne noch nehmen, aber da baue ich lieber einen neuen. Und warum mache ich das? Nichts ist ärgerlicher, als wenn man dann alles eingebaut hat wieder und dann sich doch feststellt, irgendwie durch dieses ewige da drin sein, hat sich das ja miteinander gut verbunden. Und wenn man es dann einmal gelöst hat und baut es in einen neuen
Mantel dahin. Und wenn sich dadurch irgendwas löst und dadurch irgendein Loch auftritt und man baut alles wieder zusammen, dann merkt er nach einer halben Stunde, oh, die Luft ist wieder raus. Nichts ist ärgerlicher als das. Deswegen neue Reifen. Naja, Schlauch auch. Ganz normal. Das kostet halt nicht so viel, das sollte man noch investieren. Das ist nicht, um irgendwie Geld zu verdienen oder so, sondern einfach nur aus Sicherheitsgründen. Und natürlich schickt man auch hier diese Felgenband. Diese Gummisachen müssen raus hier. Diese alte Gummi von dem Reifen. Hier. So was. Hier. Dann haben wir hier den neuen Reifen. Oh, der scheint mir aber dicker zu sein als der andere. Der Schlauch ist drin. Was soll ich groß erzählen? Ich mach das Hinterrad wieder hin. Das geht ja nun mal ja nicht. Jo. Das Schutzblech klappert, das Schutzblech klappert. Warum klappert das? Das Schutzblech ist ausgebrochen. Ja, weil eigentlich ist ja hier alles. Alles fest gewesen, aber seht ihr, das Loch ist ein bisschen groß. Da müssen jetzt zwei Unterlagscheiben drin, die noch größer sind. Gott sei Dank. Läuft. Ich hasse klappernde Räder, also wirklich. Okay. Gibt nicht schlimmer als ein Fahrrad, was unentwegt klappert beim Fahren. Oder klingelt oder. Ja. Jetzt wird alles wieder zusammengeschraubt. Auf die Kettenspannung achten. Anti-Verrutschscheibe. Schaltbockschutz. Achsmutter. Nicht doch, ey. Oh, ich krieg die Krise. Ich krieg irgendwie voll die Krise. Diese Achsmuttern, die man nicht festschrauben kann. Warum denn? Was soll denn das? Was ist das zum Kotzen, ey? Wieder eine Mutter hin. Ich finde doch so eine Mutter nicht mehr. Scheiße. Ich will die doch nur festschrauben. Ich bin doch nur kein Übermensch oder so. Ich will die doch nur ganz normal festschrauben. Jedes Mal klack durch. Ey. Ich glaube, ich muss bei jedem Schlauchwechsel, Reifenwechsel, mit neuen Achsmuttern arbeiten. Jedes Mal muss ich mitberechnen einfach, weil das ist Schrott, was die darauf schrauben. Ja, gut, bei dem, in dem Fall ist es wahrscheinlich schon Jahre alt. Und einfach mal durch. Passiert ja auch mal. Ja, ist in Rode. Die muss ja passen. Oh,
nicht holen. Die ist aber schlecht, gell? Den man tau. Dann hoffen wir, dass es beim Aufpumpen noch rund wird. So, Achsmutter haben wir drauf, Gott sei Dank. Jetzt wird gepumpt. Und dann war das mit der Reparatur für heute. Alles andere ist daneben geplänkelt, wo ich ab und zu mal einspiele oder so. Weil ich, wie gesagt, anders komme ich mit dem Schneiden nicht hin. Tja, wie ihr seht, das ist drin. Klappert nicht mehr hier hinten. Oh, weil das Blech nicht mehr lange macht, weil jetzt ist schon eingerissen hier. Jetzt kommt der Schaltstift noch rein. Klack. Die Schaltbox wird aufgesetzt hier. Verschraubt. Meine Rändelschraube da. Und der Bremsanker wird richtig festgeschraubt. Niemals vergesst den Bremsanker. Fertig. Ja, das war's mit der Reparatur für heute. Wie gesagt, reicht ja auch. Das wunderschöne Wulfhorst. Ich baue jetzt noch vorne den Reifen, den werde ich genauso wechseln. Ja, das muss ich aber nicht zeigen, den 10.000. Reifenwechsel. Und wenn was Interessantes ist, schalte ich nochmal ein. Ja, jetzt wieder rauszirkeln mit dem Rad hier. Oh, Mauer. Machen wir mal schnell. Fertig ist es, neuer Sattel ist drauf. Läuft alles. Spaß. Das macht bestimmt Spaß mit dem Rad zu fahren. So. Ja, was hat der Tommy denn gekauft hier? Ich habe ja gesagt, den einen Tag habe ich gekauft beim Trödler. So einen geilen Gastro-Geräteschrank, wie es ja nicht, ob ich das im Block mit drin habe. Der ist heute gekommen, geliefert worden. Warmhalteschrank. Achtung, ich versuche zu zeigen. So sieht der aus. Total geniale Technik. Also. Stabiler als das Ding ist nichts. Das ist richtig geil. Und das werde ich mir als Küche einbauen. Der ist ja in der kleinen Wohnung hier, in unserem Büro, ist ja keine Küche drin. Und dann baue ich mir das Ding ein. Als Küche tatsächlich. Als Küchenschrank. Hier kannst du unterschiedliche Fächer reinmachen. Das wird alles noch. Kommt mal mit. Das wird alles noch richtig sauber gemacht, das Ding. Aber das ist eine Technik, also das ist eine Qualität einfach, ja, die ist einfach genial. Natürlich muss das richtig ausgewaschen werden, richtig sauber gemacht werden. Aber das ist geil als Küchenschrank. So ein massives Ding. Naja, für eine Single-Wohnung reicht das. Locker reicht das. Und du hast eine absolut geniale Arbeitsfläche hier oben drauf. Hier will ich noch so ein Brett, so ein Schneidebrett bauen, was ungefähr ein Drittel so groß ist und genau hier reinpasst. Genau so, ungefähr ein Drittel. Dann kann man es schieben, kann auf dem schneiden, kann so einen schmalen Teller, also es wird ein ziemlich hohes Schneidebrett wieder werden, dass man auch einen Teller drunter machen kann oder eine kleine Platte oder irgendwas und dann alles von dem geschnittenen runter, gleich auf den Teller oder in den Top. Richtig genial wird das. Und das ist so eine gute Qualität. Die sind ja schweineteuer, die Teile neu, ne? Der ist nicht neu, das ist mir klar, aber das ist genial, das Ding. Der war günstig, wie so 50 Euro habe ich bezahlt. Ein Fuffi. Für einen genialen Schrank. Und der ist beweglich, der ist flexibel. Aber der läuft nämlich richtig schwer. So sieht's aus jetzt. Aufgebucht. Jetzt gucken wir mal hier, guck mal, dreht sich noch nicht. Oh, Mann, oh Mann. Das muss raus.
im Gastrogerät. Wenn nicht, jetzt rollt er schon. Tatsächlich ist er nicht dein Ernst. Teste du. Ja, okay. Na, dann sind habt ihr den anderen aber hinten drin gelegt? Der hat aber so einen großen Flicken drauf. Dann schließe ich das mal ab. Der steht ja schon oben, als der sieht. Ach so, nee. Ist ja nicht wahrgenommen, Frau Rehner? Hab ich nicht wahrgenommen. Siehst du, so groß und doch so klein. Ach, guck mal, ey, das ist so anstrengend. Hast du knapp, aber hast du geschafft. So, achte mal, was machen wir jetzt hier? Was sie nicht sollte, deswegen guckt sie gerade. Ja, die spielt mit Wasser. Gießt du die Blumen? Ja, machst du doch gut. Immer weitermachen. Ja, was? Sieht schlimm aus. Hast du nichts gemacht? Oh, unsere Rosen sind noch da. Das ist gut, voll. Die kommen wieder. Das ist wie so ein Pennerhaushalt, sieht das hier aus. Muss einmal abhaken. Mhm, wo kommt denn der ganze Müll her? Na, Benz. Ist durch? Ja, das ist durch. Was willst du? Ich geh mal weiter gucken. Geh mal weiter gucken. Ich glaube, ich weiß. Die? Na okay. Die mag ich. Ja, ist ja gut. Und schwupp, weg ist er. Hat sie was zu naschen? Schwupp, weg. Asche. Nächster Fall. Ja. Kann ich was runterbringen? Wenn du willst, ja klar. Also, runter, hoch, runter, hoch. So oft du willst. Was hast du denn jetzt zu machen? Wann willst du es denn abholen oder wann brauchst du es denn? Also ich fahre jeden Tag, das heißt so schnell wie möglich, aber auch so lange, also schnell wie auch kannst. Also so schnell wie möglich und so lange wie nötig. Okay, genau. Also eine Stunde. Denn. Stunde, heute? Ja. Ja, super. Sag jetzt nicht nee. Finde ich super. Also wie gesagt, wenn der Reifen okay ist, dann ist es auf alle Fälle der Schlauchwechsel in einer Stunde erledigt. Ja, dann machen wir. Dann danke. Ja, bitte. Bis. In einer Stunde. 3 Euro Trinkgeld. Das ist selten. Aber schön. Freut mich. So eine Anerkennung. Das macht Spaß. Nicht das Geld deswegen, aber einfach wegen der Geste. Ne? Schon mal so ein bisschen was geben, 50 Cent oder so. Das ist immer toll, wenn einer was in die Trinkgeldkasse wirft. Manche auch einfach nur so. Der Inner hat mir neulich 4 Euro. Was ist neulich jetzt? Also die Woche. Ist ja noch nicht so lange offen. Hat mir 4 Euro einfach in der Tasche geschoben von hinten so. Rinn nicht schmissen, fand ich gut. Das ist immer nett. Dafür habe ich einmal eine Schraube gedreht. Also. Die einen so, die anderen so. Ja. Andere nehmen die Leistung gerne an und rennen weg. Quasi fast schon panisch, wenn man dann irgendwie so, ach, ja, und bitteschön und so nach dem Motto: Spendenkasse, ja, nee. Da sagen sie fast schon: ja, danke, tschüss, und hauen ab. Und andere sind so irgendwie, rennen mir hinterher. Da sage ich: ach, das war noch nicht. Da habe ich halt einen Sattel hochgestellt. Also eine Schraube auf, Sattel hoch, Schraube fest. Sag ich, fertig. So, sag ich, gut, ist okay, brauchst nichts geben und so. Hm. Dann kann man mir unten nachgelaufen in die Werkstatt. Dann hat mir 4 Euro. Puh. Danke, danke. Bist du mal so nett. Cool.
Aber das ist so ein bisschen wie überall. Oder wie immer. Da tragen die netten Leute die Ärsche mit, sozusagen. Wollte ich nicht unterbrechen? Mach ruhig. Und zwar habe ich eine Frage, ich brauche, warte, jetzt auswendig gelernt. Vierkant, Kugel, Schraube. Das ist nicht auswendig gelernt! Vierkant, Kugel, Schraube. Ein Stück davon. Vierkant Kugelschrauber. Also eine Vierkant. Ein Stück von der Kugelschrauber. Nein, eine Vierkant Kugel. Ja, verdammt, eine Vierkant Kugelschraube. Warum, ne? Ja, das war's. Wie ihr seht, ich habe keine Ahnung von Fahrrädern. Vielleicht noch eine. Eine habe ich schon zu Hause. Die andere ist nicht auffindbar. Mhm. Keine Sorge, ich fahre mit dem Rad noch nicht. Innen Sechskant, außen Sechskant. Oh Gott. Papa, ich gehe jetzt nach oben zu Mama. Hallo, habe viel Spaß dabei. Mit Abdeckkappen oder ohne? Mit Mama. Mit Abdeckkappen, Mann. Oder ohne? Ich frage ihn, ja. Nee. Jetzt musst du auswendig lernen. Kommt da so weit hoch von der Seite? Ich glaube nicht, nee. Also auf der anderen Seite ist kein Abdeckkappen. Hätte ich einen Zettel, so ganz lange Rolle. Das wäre doch toll, eine Depesche. Stimmt. Unverschlüsselt. Jo. Muss das Siegel brechen vorher, bevor du, wenn du hier reinkommst. Ja. Und zwar brauche ich den Laufräder für meinen Rad. Das ist ja auch einfach noch Ketten mit der Kugelschraube hier. Nein, zum also dafür ist das da wahrscheinlich, dass es dafür ein bisschen mehr gibt. Und zwar suchen wir seit Ewigkeiten, wir finden nichts, 28 Zoll Hinterrad. Mit 120 mm Einbaubreite, Fixie Single Speed, also mit Freilauf, Smiley. Hier geht's da weiter, Moment. Smiley? Achso, du musst ihn sagen. Das ist ja geil. Das ist uns langweilig. Ja, okay, verstehe. Und dann steht da irgendwie noch, maximale Felgenbreite sind 23 mm. Ja. Fixie Single Speed nehme ich mal an. Also genau, Single Speed nennt sich. Speed. Freilauf und dann steht da mit Bremswagen. Ja, mit Bremswagen, das ist mit Helden. Ich möchte mir das mal so aufschreiben. Weil das Ding ist, wenn ich das zu Hause so ablasse, dann. Du willst aber nur einen Kranz haben. Fakt ist ja, du willst ja am Ende, soll nur ein Kranz drauf sitzen, ne? Das sind mehrere Kränze, das ist auch ein Schraubkranz, mehrere Kränze, schaltbar okay. Hinten. Du willst aber nur einen Gang fahren. Genau. Also brauchst du natürlich nur einen davon. Ja. Das ist bei Schraubkranz halt schwierig. Da müsstest du tatsächlich ein reines Single-Speed-Rad suchen. Also du kannst nicht einfach ein normales Rad nehmen, was eigentlich für solch ein Schraubkranz geeignet ist und dann umbauen. Das wäre, also das kann man schon machen, aber es wäre sehr aufwendig. Du musst die Achse versetzen und die Speichen ein bisschen umspeichen. Okay. Und sowas. Also das würde ich nicht empfehlen. Sowas. Sowas. Also der ist teuer, der Satz, aber es gibt eben auch billige für 90 Euro. Deswegen aber für den Anfang tut es vielleicht erstmal das. Und wenn du dann sagst, das ist genau mein Ding, genau so, das will ich fahren, dann Spaß halt ein bisschen, holst dir einen guten Felgen. Dann sitzt das Geld auch auf einmal locker. Ja, na klar, das macht ja auch das Gefühl, muss er genau, mitkaufen. Ja. Ja. Nee, genau so. Also, vielen Dank. Bitte, kein Problem. Sehr gut, dann kann ich wenigstens das schon mal anmachen. Genau, und das wird ihm wahrscheinlich ja nicht gefallen, wenn er so ein Enthusiast ist oder so, dann ein bisschen mit Stahlwolle lang geht. Ja, mach ich mal sauber. So. Ich habe jetzt selber noch Stahlwolle. Hast du da? Ja, genau, die habe ich sogar. Super, dann vielen lieben Dank euch. Bitte. Habt einen schönen Abend. Du auch. Oh. Danke. Viel Erfolg, ja? Danke. Ciao. So, jetzt Claudia, was darf sein? Was meinst du? Luft. Ich hätte es selbst gemacht, wenn ich mich mal bewegen könnte. Was mit hier? Ist von hier? Nee, das macht ihr schon. Was? Jo, liebe Leute, ich bin wieder zu Hause. Und schau mir jetzt mal, oh, ich ordne erstmal meine Haare ein bisschen. Hände sind immer noch schmutzig.
Ja, ich weiß. Ich schaue jetzt ganz kurz mal die Kommentare an von heute. Ja, meine Frau ist auch noch wach, denn der Akku vom Handy ist noch an. Wenn der Akku danach lässt, dann kippt sie zur Seite so. Also ihr Akku ist irgendwie gekoppelt quasi mit dem Handy-Akku. Sehr, sehr viel drin. Judah tippt mit der Hilfsspeiche. Pinzette ist nur Friemelei und geht gerne mal schief. Genau, deswegen habe ich den Tipp eben. Wunderbar, freut mich, dass es ein bisschen ankommt. Herrlich, genau das Richtige, um nach der Maluche ein bisschen abzuschalten. Upsi, Hermine hat ihren Zauberstab vergessen. Goldig, ja. Oh Mann, ey. Das war wirklich witzig gestern auch. Ne? Upsi. Entschuldigung. Schuschung. Marlies bekommt ein Blümchen aufs linke Auge zum Feiertag. Genau. Prima, am besten der Spruch mit dem Licht. Der erinnert mich an die zwei Alten aus der Muppet Show. Ich habe hier noch zwei Weißbandreifen. Das war nicht benutzt. Liebe Grüße, weitermachen aus dem sonnigen Süden. Hey, bei 10 Minuten muss ich kurz mal auf Pause drücken, um zu kommentieren. Ich will Rebeccas Schwager nicht in Schutz nehmen. Rebeccas Schwager? Achso, wegen Rebecca. Ja, du und Marlies sagt beide, jetzt schweigt er auch noch. Ich weiß leider aus eigener Erfahrung, wie das abläuft. Wenn man verhaftet worden ist und ein Pflichtstrafverteidiger kommt, der sagt, dass man bei der Kripo niemals aussagen darf, egal ob schuldig oder nicht. Das wird vom Landgericht geklärt und es darf laut Gesetz keinem zum Nachteil ausgelegt werden, wenn man schweigt. Das ist richtig, das ist ja richtig. Damit will ich nur sagen, dass wenn der mutmaßliche Täter schweigt, dass das zum Standardprozedere bei schweren Straftaten ja gehört. Aber nichts aber, sondern eigentlich dieses Schweigen, was ich meine, für mich, das kriegen wir natürlich gar nicht mit, jetzt inwiefern der schweigt. Mir geht es darum, der Familie gegenüber. Aber macht er ja nicht. Die halten ja zu ihm. Offensichtlich haben die ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise Kontakt. Oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob oder wie das dann ist. Oder so. Sondern die werden ihn ja auch gefragt haben. Nur rede doch, nur sag doch, was ist passiert oder was ist los. Und wenn er, man steckt ja da nicht drin. Und natürlich will man keinen vorverurteilen oder so. Mich nimmt das nur immer sehr mit, sowas. Ich kann sowas echt nicht vertragen, überhaupt nicht. Das Mädchen ist weit weg. Das Mädchen ist weg, ganz einfach. Und er hat sie zuletzt vermutlich gesehen oder beziehungsweise war zuletzt in ihrer Nähe und dann gibt es auch noch diese Indizien und ach, das ist alles scheiße, ist das eigentlich. Ich wünschte mir für die Familie, dass sie früh morgens auf Toilette gegangen ist, einen Schwangerschaftstest gemacht hat, der war positiv und weil sie ja so eine Liebe und Artige ist, ist sie nicht gewusst, wohin und Panik, wem soll sie das erzählen, dann ist es noch mit irgendjemand aus und so und dann ist sie weggerannt. Das wünsche ich mir, ganz simpel. So, das ist meine Erklärung und so. Das wäre alles nicht so dramatisch wie alles andere, was passieren sein könnte. Ja, ist ja richtig. Und das wäre auch dem zu wünschen, dass er natürlich unschuldig ist, also hier Ulrich Heise. Ja, hoffentlich. Ja, also natürlich richtig, aber in dem Moment, wenn du das in der Zeitung liest, das ist ja auch mal ein Problem von so einer Zeitung. Das ist, deswegen lese ich eigentlich auch keine Zeitung, weil ich das hasse, weil ich das gar nicht ab kann. Da wird man auch immer so vorverurteilt. Vielleicht kann er gar nichts dafür, ist ein super Koch und so hat alles, arbeitet ja in der Küche da, macht sein Leben und hat seine Kinder und vielleicht ist er ein total netter Mensch und alles. Aber in der Zeitung wird er erstmal als definitiv, machen wir uns nicht vor, als der Täter gehandelt. Ganz einfach. So sieht das aus. Klar, man muss jetzt nicht darüber fachsimpeln, wie und was und wer und wo, aber es ist halt ein Teil auch meines Lebens, weil es mich gerade beschäftigt in dem Moment und dann lasse ich es halt raus und dann wollte ich es einfach mal auch mit drin haben und nicht unangesprochen lassen. Ich meine, passieren halt schreckliche Dinge in der Welt, ne? Und damit beschäftigt man sich eben auch, wenn man dann damit in Kontakt kommt in gewisser Weise. Und wenn es durch eine Zeitung ist, die Wolfgang mir bringt. Marco, Velofreund, mal bei ganz anderen wieder zurück zum Fahrradgeschehen. Reparatur W190217 wurde abgebrochen, da die Kurbel nicht zerstörungsfrei gelöst werden kann. Das Spiel ist etwas geringer als zu Anfang. Jetzt bin ich gespannt, was er mir dafür berichtet.
Die Systembezeichnung ist ja schon geil. Reparatur W190217 ist ja schon geil. Ist ja als, wo bist du da hingegangen? Irgendwie ATU mal 10 oder was? Also Stadler im Quadrat oder wo? Ist ja Wahnsinn, ey. Der Roboter hat soeben seine Arbeit niedergelegt, weil er die Kurbel nicht zerstörungsfrei lösen kann. Ey, geile Nachricht, wirklich. Wieso kann er die Kurbel nicht zerstörungsfrei lösen? Das Ding ist doch neu. Also es ist doch ein neues System. Ne. Jetzt sag schon. Ne. Da bin ich bescheuert oder was? Eine Holotech 2 oder was auch immer. Kriegst du doch locker runtergezogen. Was ist denn da passiert? Dass das, hat er die Schraube nicht entdeckt, die das ganze kontert oder was? Wenn er sich damit nicht auskennt, hat er ja auch selber gesagt, der Mensch, dass er sich nicht auskennt mit Holotech 2 oder so. Der hat jetzt nicht nur versucht, in der Mitte diese kleine Plastikschraube gelöst und dann versucht, einfach runterzuziehen oder so oder wie oder was. Weil da sind ja noch zwei Konterschrauben drin. Also, oder wie, zwei Klemmschrauben sind ja da auch noch. Und dann ist nochmal so ein kleiner Haken drin in diesem Plastikknibbel, den man. Also, das muss man doch wissen. Also, weiß ich nicht, das ist ganz kurios, ist das. Also entweder hast du ein super seltenes System verbaut, aber ne, also das kann ich nicht nachvollziehen, überhaupt nicht. Ich bin mal gespannt auf ein Foto. Schick mal ein Foto von der Tretkurbel direkt von der Narbe, von der Tretkurbel, von der Achse der Tretkurbel und alle von der Tretkurbel, von den Schrauben da dran, die da dran sind an der Tretkurbel. Das würde mich echt interessieren, ey. Das hört sich an, wenn sogar hier so ein Roboter seine Arbeit niederlegen muss, weil das einfach nicht geht. Elo, du sagst es, also. Also Ulrich antwortet darauf, falls es tatsächlich nur bei dem Versuch blieb, für mich nicht mehr als ein Zehner. Langfristig macht es keine Freude, mit Spiel zu fahren. Geht doch gar nicht. Kaputt. Bei Spiel ist kaputt. Ich würde eine Zweitmeinung, Zweitversuch einholen, sollte es sich bestehen, dass die Kohle nicht zerstörungsfrei abnehmbar ist, kommst du aus meiner Sicht nicht drumherum um den Wechsel. Ja, oder es ist einfach nur zerstört worden beim Abnehmen, weil sie es unfachmännisch abgenommen haben und schieben das jetzt so ein bisschen auf. Ja, sie können wir nicht zerstörungsfrei abnehmen und wir geben die jetzt mal zurück, weil wir haben eigentlich keine Ahnung und ist ja auch wieder nur eine Unterstellung von mir, da sind wir wieder bei gerichtlichen Sachen und aber ihr wisst, was ich meine. Die Zerstörung der Altkurbel, wie sich das anhört, ey. Die Zerstörung muss durchgeführt werden, ja, verbrannte Erde oder was, gibt's doch ja nicht. Überall, wo, wie heißt der, W190217 auftaucht, herrscht so lodernde Flammen und alle Fahrräder fahren kreischend davon. Ah! Wuseln da links und rechts. Nein, W190217 kommt. Der böse Kurbelroboter, der alle Kurbeln vernichtet. Ey, ist das geil. Ah, Speedtreiber Ringo schreibt, dennoch eine seltsame Antwort für eine Fahrradwerkstatt. Ja, dann hat man es eben auf den Punkt gebracht, ne? Der Marco, naja, wenn es schon von jeher nicht zusammengepasst hat und die Kurbeln vor das Rohr draufgepresst wurden, die kann man nicht vor das Rohr draufpressen, Mann, das passt nicht. Das ist doch keine, wie vor das Rohr draufpressen? Das ist doch keine Vierkantkurbel. Du hast eine, hä? Ich fahr gleich nach wo immer du herkommst hin und guck mir das an, ey, Alter, ich hab Feiertag. Am Freitag. Dann kann man sie wahrscheinlich tatsächlich nicht herunterbekommen, ohne sie zu zerstören. Also entweder ist das Werkzeugscheiße, was der benutzt. Zum Ernst, ey. Vielleicht haben sie sich die Winde rausgerissen, wenn es doch eine Vierkantkurbel war. Und die den Abzieher in die geschraubt haben, nicht richtig. Und haben nicht die Winde rausgerissen, dann dabei beim Abziehen. Weil der Abzieher schon ein bisschen ausgelutscht war oder weil sie nicht weit genug in die geschraubt haben. Dann kann man sie nicht mehr zerstörungsfrei runterziehen. Das ist richtig. Aber dazu liegt ein Fehler natürlich der Werkstatt vor. Oder da ist vorher an der Tretkurbel schon mal einer dran gewesen, hat das Gewinde vergriest, naddelt. Das ist das, was man so schön sagt. Ne? Aber das glaube ich ja nicht. Da war ja noch keiner dran an der Tretkurbel wahrscheinlich. Die war ja noch neu. Also muss man vorher eben diesen Deckel abmachen, wenn es vierkant war. Oder diese Schraube, Tretkurbelschraube lesen.
Da muss man den Dreck ein bisschen rausmachen aus diesem Gewinde, was man braucht, um den Abzieher anzusetzen. Dann schaut man sich den Abzieher an. Wenn der Abzieher noch die Steigung, also das Gewinde beim Abzieher noch gut ist, das Gewinde in der Tretkurbel gut ist, dann gibt es nichts eigentlich, was bei einem 5 Jahre alten Rad oder ich weiß ja nicht, wie alt der war, was dafür sorgen könnte, außer Metallkleber, dass man da die Kurbel nicht runterziehen kann. Dann macht man ein bisschen wie 40 vielleicht noch ruf auf den Vierkant und dann zieht man das Ding ab und dann ist gut. Der Rigo schreibt wieder, klingt, als ob du dir eine andere Werkstatt suchen solltest oder verstehst du was falsch. Der Ulrich ist der gleichen Meinung, schaden kann es jedenfalls nicht, Misstrauen zahlt sich mitunter aus. Marco wäre ein seltener, wäre aber auch ein seltener, außergewöhnlicher Fall, also wirklich, ja. Darum schreibt der Marco nochmal, ja, aber eine alteingesessene Fachwerkstatt, die sonst alles schraubt, wird im Normalfall doch wohl ein Lager tauschen können, kann mir ja schon vorstellen, dass da etwas sehr Ungewöhnliches verbaut ist. Ja, das kann schon sein, aber deswegen hätte ich das gerne mal sehen. Man will ja, wie gesagt, auch keinen Vorverurteilen. Also. Genau, Ulrich, ne, da habe ich einen Vlog von Tommy, da hat er beim Abziehen einer Tretlagerschale einen Abzieher zerstört, weil die Schale exorbitant fest saß. Aber geschafft hat er es dann doch. Musste die Schalen herausbohren, ohne dabei die Gewinde zu beschädigen. Top. Ja, danke. Salute. Diese Arbeit würde sich ein Zweiradmechaniker mit der Kurbel dann auch machen. Die Kurbel aus dem Tretlager herausbohren. Nur wären hierbei dann Kurbel und Tretlager zerstört. Also für mich wirklich die Überlegung wert, ob die Kurbel nicht doch noch zu retten wäre. Vielleicht mit Kriechöl über Nacht, Gummihammer tagsüber zum Beispiel oder beim anderen Fachmann. Viel Erfolg. Mann, nee, zeig mir die Kurbel. Du Mann, Marco, Alter, zeig mir die Fotos von der Kurbel. Das habe ich dir doch gesagt. Zeig mir die Fotos von der Kohle. Mann, den antworte ich jetzt nicht. Nee, mach ich weg. Ich antworte dem. Oh, wie schnell baust du denn die Räder auf, ey? Der Koga ist bald fertig. Macht Spaß, ja klar. Der Zauberstab ist wieder da. Ich soll Thorsten nächste Mal eine Aufgabe geben, wenn er kommt. Dann friert er nicht. Thorsten, der Kameramann, ja, der versteht mich so schlecht. Der weiß ja nicht, wenn ich denn rede, was er da filmen muss. Das wird schwierig, denn ja, plaudert mal weiter miteinander, das finde ich toll. Finde ich wirklich gut. Aber wo bleiben denn die Federn? Danke für die Komplimente, also das finde ich immer gut. Kleine Reparaturen machen auch nicht wenig Arbeit, aber wieder alles fachmännisch, sorgfältig und kreativ erledigt. Kompliment, ja, danke. Wie gesagt, finde ich gut. Wenn es euch gefällt, manchmal gibt es bestimmt auch Sachen, die euch nicht gefallen, aber das gehört auch dazu. Na, Wolfgang kann nicht so lange stehen. Wolfgang wird sich als Kameramann bestimmt nicht anlernen lassen. Also, und das. Shit, wer da Hamburg grüßt, kann er nicht. Ich gehe rückwärts, ja, von der Aktualität. Deswegen ist das so ein bisschen. Was verbauen die Hersteller für eine Scheiße? War am Überlegen, was komplett auf Shimano umrüsten zu lassen, kostet aber 280 Euro. Jetzt soll er halt nur das Lager tauschen, dann verreichen den Antrieb, bis nichts mehr geht. Ich hätte ja fast gesagt, in der Zeit hättest du ja per Hermes hier zu mir schicken können. Das Fahrrad, dann hätte man es echt hier repariert vor der Kamera. Vielleicht hätte ich aber auch gesagt, denn da ich dann und hätte gesagt, oh, das sieht ja nicht, ich kriege ja nicht ab, wie denn das? Hätte ja auch sein können. Ich weiß es ja nicht, ich weiß es einfach nicht. Eine schöne Woche für euch, vergesst das Liken nicht und das Antworten nicht. Einen schönen guten Morgen aus Witten, das Lila Giant ist schick. Ach, das hatten wir schon. Ja, Mensch, danke. Schön, wahnsinnig viele Kommentare auch wieder untereinander, super geschrieben. Muss ich sagen, finde ich gut. Gefällt mir. Weiter so. Und ich verabschiede mich jetzt, weil ich muss jetzt kurz was essen. Danach gehe ich schneiden. Und jetzt ist es ja schon 21.57 Uhr. Meine Frau hat sich doch, der Akku ist alle, zur Seite gekippt gerade und schließt langsam die Äuglein. Das solltet ihr dann auch tun. Und morgen früh kommt dann der neue Vlog für euch. Ich werde jetzt dann noch, wie gesagt, 2 bis 3 Stunden ungefähr schneiden. Bis dann, macht's gut. Ciao. Euer Tommy.